Hi, willkommen zurück zu Let's Play Sekiro Shadow Die Twice. So, hinter dieser Tür kommt tatsächlich das Finale, wie ich angenommen habe. Aber es gibt noch den einen oder anderen Boss, beziehungsweise Zwischenboss, den ich vergessen habe. Und ja, den Hirata-Tempel, wenn man den nochmal zu besuchen, das habe ich, glaube ich, verkackt, weil dazu muss ich ein paar Sachen machen, die ich, bevor ich den Götterdrachen besiege, erledigen muss. Das habe ich nicht getan. Der Götterdrache ist bereits down. Also, es gibt halt drei Enden und zwei Enden davon habe ich schon verkackt. Und das böse Ende ist halt, wenn man gegen den Vater kämpft, dass man ihm zustimmt und nicht gegen ihn ist. Ne? Und dann gibt es noch drei andere Enden, wenn man gegen ihn ist. Und ja, ich mache quasi jetzt das normale Ende, was so vorgesehen ist. Und die beiden besseren Enden kriege ich nicht mehr hin, weil ich das schon verkackt habe. Aber okay. Hätte ich mich vielleicht bei welchem Feuer für zu schlau machen müssen, aber ist egal. Auf jeden Fall. Wir haben einen Zwischenboss in Palast der Urquelle übersehen. Was heißt wir? Ich? Ist auch ein Boss, der recycelt wird, aber okay. Und zwar, man soll hier links sich halten. Also, ich habe mich eigentlich hier relativ genau umgesehen. Aber wegen der Spackus da oben, ne, habe ich das nicht so gemacht. Ich bin aufs Dach gegangen und das Item hat mich abgelenkt. Ganz ums Haus rumgegangen bin ich, glaube ich, nicht. Ja, hier war ich nicht. Das sieht man schon im Item. Ja, da ist er. Weck dich mal nicht so auf. Alter, der hält viel aus. Aber er hat nur ein Leben. Oh! Er macht nicht so viel Schaden. Warum hat mich das getroffen? Geh weg, geh weg, geh weg. Hallo, chill mal. So. Jetzt können wir reden. Jetzt ist er zurückgewichen. Ja, schwer ist es jetzt nicht so, ne? Also, fuck, er hat mich wieder erwischt. Ich muss mich heilen, ansonsten sterbe ich. Das wäre ja richtig lächerlich, wenn ich sage, der ist nicht schwer. Und ich sterbe. Gegen den ist, glaube ich, das Zeug gar nicht mal so schlecht, was meinen Schaden in die Höhe treibt. Weil er hält relativ viel aus auf seine Lebensenergie. Das Ding meine ich. Alter, scheiße! Wie viel habe ich davon? Ich habe gerade 2000 verloren. Null, okay, vergesst es. Habe ich aus Versehen Dings benutzt. Ich spiele gerade persönlich nämlich relativ viel A Plague Tale für Platin. Und ja, da läuft man mit R2.
Beruhig dich mal. Nee, bleib einmal in seinem Arsch. Das ist nämlich die Strategie, an seinen Arsch bleiben. Scheiße. Ich bin in der Falle. Jop. Seh nix. Nein. An seinen Arsch, verdammt nochmal. Dafür kann ich jetzt nicht. Das war die Kamera. Bleib an seinen Arsch. Der hält zwar mehr auf als sein Vorgänger, der ziemlich am Anfang des Spiels war, aber... Boah, scheiße, vorsichtig. Trotzdem ist das Schema ziemlich einfach. Halt mal still, ey! Genau. Oh, jetzt muss ich mich heilen. Und zack. Kamera, sei mal nicht einmal so behindert. Beruhig dich. Na, irgendwann kriege ich ihn. Oh, jetzt rastet er wieder richtig aus. Vorsichtig. Jetzt nicht überheblich werden. So. Das ging wahrscheinlich eben schon und ich habe ihn bloß nicht getroffen. Ja, okay. Gebetsperle, nice her damit. Tierkarma, eine latente Fähigkeit zur Erhöhung der maximalen Anzahl der Geisterembleme. Geisterembleme sind. Ja, was Geisterembleme sind, das weiß ich mittlerweile. So, was gibt's hier noch so? Geld, Konfetti und Material. Okay. Dann hätten wir den auch. Den habe ich übersehen. Jeden Boss im Spiel werde ich wahrscheinlich nicht besiegen. Allein schon wegen den unterschiedlichen Enden. Wir machen nur ein Ende. Es ist nicht so wie im Bloodborne, dass man das vorher safen kann und dann alle drei abspielen kann. Das ist nicht so, weil die unterschiedlichen Enden fangen schon an bei den Uhu, wenn man den besiegt. Das ist schon eine Weile her. Also ich habe es auf jeden Fall verkackt. Bei Bloodborne konnte auch mal mit PS Plus eine Speicherdatei erstellen und wupp. Ich weiß nicht, ob das bei Sekiro auch geht. Weil das Spiel ja automatisch speichert. Man kann es halt nicht laden. Naja, egal. So. Jetzt gehen wir mal zu Kuros Zimmer zurück. Weil... Einen versteckten Boss gibt es nämlich auch noch. Das ist kein Zwischenboss, sondern ein richtiger. Und der soll da sein, wo... wie heißt der erste Main-Boss des Spiels? Hier, der Typ, der auf dem Pferd geritten ist. Da soll der sein. Und auf dem Weg dahin soll es noch einen Zwischenboss geben. Ich bin gespannt.
Bloß zu diesem Platz kommt man jetzt nicht mehr so einfach, weil überall Feuer und so ist. So, hat Emma was irgendwas Besonderes zu sagen? Kurosama hat die Burg durch den Ja. Gaggerawa, die Nachtschwerau. Okay. Begebt euch zu Kur. Ich finde es letzte Worte, habe ich mir Kurosama, der das eigentlich schon Geheimherr, die mal angeguckt? Nachtschwerau. Der Gegenstand, denn Ishins mir scheint, die Zeit ist Ja, okay, ja, schon. bla bla bla. Begebt euch zu Kur. Mit der Zeit werde ich auch Nügen Plasma spielen, weil ich bin schon heiß auf Platin hier. Auch wenn das Ewigkeiten dauern wird, bis ich das erreichen werde. Weil ich das Spiel nur etappenweise spielen kann. Weil sonst zu viel Hass in mir aufsteigt. So. Wo ist denn der große Platz? Da unten. Wie komme ich da hin? Muss jetzt quasi. Die da unten interessieren mich gar nicht. Es war die. Genau davon war die Rede. Von einem Drachen. Und jetzt nicht so ein wie am Palast der Urquelle, sondern an so ein paar. Hallo? Wo ist der jetzt? Naja. Ah, da ist er. Aber ich habe erstmal was gesehen. Kügelchen. Das ist das Zimmer von Ishin, ne? Gibt es hier was Besonderes? Nachdem der abgelebt ist? Nein. Doch, hier ist eine Kiste. Was ist da drin? Kürbissamen kann nicht sein. Ich habe schon alle. Schwarze Schriftrolle, was ist das? Ein alter Text, der eine schwarze sterbliche Klinge beschreibt. Neben den roten sterblichen Klinge gibt es auch eine schwarze. Der Name der Klinge soll laut offenes Tor um ihre Macht soll das Tor zur Unterwelt öffnen können. Diese Macht erschafft Leben. Ich flehe dich an, bring den Drachenblutopfer dar. Okay. Sagt mir erstmal nichts. So, die Kämpfe ignoriere ich mal, würde ich sagen. Da ist der Drache. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich jumpe. Aber ich muss das so machen, ne? Ja. Das scheint der verkehrte Drache zu sein. Weil ich meine, man konnte sich daran festhalten. Ich spring mal hier rüber. Das hat wehgetan, aber es ging gut. Ja, kloppt euch mal, aber lasst mich aus der Sache raus. Ah, jetzt kann ich hoch. Okay. Hallo? Wo bin ich? Ah, nice, ich bin richtig, hoffe ich. Und wer bist du? Ihr gehört zur Verstärkung. Oder bitte, beeilt euch. Das Eier. Umland der Burg ist in schlechtem Zustand. Diese verdammten Ministeriumstruppen. Sie sind im Schlangental und haben eine Brücke hochgezogen. Bitte. Rettet Ashina. Ich versuche es. Für Ashina. Ich hoffe. Mir wird bald ein Savepunkt gegeben, weil ich möchte das ungern nochmal machen. Also den Weg hierhin. Da unten muss ich jetzt nämlich schon mal aufpassen. Da haben wir einen Savepoint. Geht's euch gut? Ja? Da vorne liegt die Festung des Innenministeriums. Schaltet sie aus und
Es gibt immer noch... Ashina wird... Okay. Schauen wir mal ein. Ich versuche mal zu stealth-killen. Das wird nicht funktionieren. Oh, lol. Sind die nicht so stark? Nee, ich hab nichts zu sagen. Jupp. Autsch. Wo kommt der jetzt auf einmal weg? Ja, toll. Ich hätte vielleicht erst zum Savepunkt rennen sollen. Jetzt darf ich da wieder mich wieder neu hinschlängeln. Das sind ziemlich viele. Vielleicht habe ich den sogar aktiviert. Hoffe ich. Gucken wir mal. Reißen! Ashina umladen. Natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Naja. Ich glaube, das mache ich diesmal als allererstes. Das wird wieder wehtun. Ne, ich muss da hin. Ja, ist okay. Kloppt euch mal. Und lasst mich aus der Sache raus. So. So, lass mich mal hier hin. Runter. Und den Rastpunkt aktivieren. Da ist jetzt ein Wall, das heißt, da geht's nicht weiter. Clever gelöst. So. Ne, 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 ne. Auf mich geschossen wird nicht. Na, kann sein, dass der eben geschwächt war, dass der deswegen einfacher war, der eine. Ich mich mal um. Da ist nämlich... Ja, hier ist noch einer. Fuck. Oh, fuck, 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 fuck. Das werden mir langsam ein bisschen viele. So, einer weniger. Und der sollte auch... Ja, der fällt auch.
Okay, vier weniger. Ich muss trotzdem aufpassen. Hier oben werden welche sein. Was ist das da? Bisschen was. Hier unten ging es jetzt um den Kopflosen. Ist das ein normaler Gegner? Ja. Die sind einfach zu Item-geil, ne? Das wird wahrscheinlich wieder... nix sein. Das scheint aber ein etwas besonderer Gegner zu sein. Aufpassen. Bisschen ganz doll auf. Raste doch nicht aus. Nein. Ich werde einfach an den Soldaten vorbeilaufen und mir das Item holen. Die sind mir zu doof. Lass mich einfach in Ruhe. Lass mich hier durch. Ich habe euch nämlich alle schon mal besiegt. Dich nicht, aber ist mir egal. Ich will einfach nur das Item. Ja, war es natürlich wieder mal nicht wert. Ah, jetzt holt er die Knarre raus, oder was? Ich habe hier auch immer noch, Dings ausgerüstet, diesen Doppelschlag. Gibt auch wesentlich bessere. Muss ich mir mal Offscreen dann angucken. Ja, ich würde auch sagen, wir beenden den Part und machen den nächsten Part weiter. Bis dahin und ciao.